Okay. Frau Münch, am 17. April findet im Berliner Rathaus wieder die Freiwilligenbörse statt. Sie nehmen wahrscheinlich schon das zweite Mal daran teil. Was hat es Ihnen bisher gebracht? Ja, also wir haben im letzten Jahr mit 77 Leuten ungefähr Gespräche geführt. Das heißt also, ganz viele Leute wissen jetzt, was Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ausmacht. Wir haben zwei Ehrenamtliche gewinnen können im letzten Jahr. Das finde ich sehr schön. Und die sind auch dabei geblieben und unterstützen uns jetzt bei diversen Veranstaltungen, Höhepunkten und Events. Was wird dieses Jahr Ihren Schwerpunkt sein? Dieses Jahr wird wieder die Beteiligung von Kindern der Schwerpunkt sein. Wir suchen also immer Leute, die mit uns die UN-Kinderrechte weiter verbreiten, vor allen Dingen im Bezirk Pankow. Aber wir stehen auch für Marzahn-Hellersdorf oder Tempelhof-Schöneberg. Also wir sind da heute vielfältig am Start. Was wünschen Sie sich an ein Ergebnis, was dieses Jahr entstehen könnte? Dass wir viele finden, die sagen, ja, wir haben Lust und Laune, den Kindern und Jugendlichen in Bezug das zu vermitteln, also was die UN-Kinderrechte sind, aber auch den Erwachsenen. Vor allen Dingen den Erwachsenen, weil viele Erwachsene immer noch kleine Despoten sind oder wohlwollende Monarchen, wie gestern gerade jemand auf einer Fachkonferenz gesagt hat. Sie nehmen ja in Ihrer Funktion vom Jugendamt Pankow daran teil. Inwieweit ist das Jugendamt auch bereit, genau diesen Weg der Partizipation nach vorne zu bewegen? Ja, also die Stelle für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gibt es jetzt seit fast 3 Jahren. Und ich glaube, das ist eine gute Institution, um im Bezug mit Kindern, Jugendlichen und vor allem, wie gesagt, den Erwachsenen ins Gespräch zu kommen. Da die Erwachsenen oft der Meinung sind, sie können Kinderrechte irgendwo ausbremsen oder nicht unbedingt wahrnehmen oder mit den Kindern ganz normal im Gespräch sein. Also von daher denke ich, ist das eine gute Angelegenheit und der Bezirk Pankow ist einer der wenigen Bezirke, die solche Stelle im Bezirk überhaupt vorreitig haben. Haben Sie letztes Jahr auf der Freiwilligenbörse engagierte Mitmenschen gefunden? Ja, zwei, wie ich schon vorhin sagte. Also wir haben zwei gefunden, die wirklich uns seit einem Jahr wohlwollend zur Seite stehen und wir sie öfter angerufen haben und viel Spaß miteinander auch hatten. Also ganz wichtig bei der Arbeit mit Ehrenamtlichen ist ja immer, dass beide Seiten auch was davon haben und die Ehrenamtlichen, die wir gefunden haben, sind in der Jugendarbeit selber tätig oder auch in Schulen und nehmen von uns dann auch ganz viel Wissen und Informationen mit und wir profitieren von dem Engagement der Ehrenamtlichen. Können Sie das konkretisieren an einem Beispiel? Ja, also eine Ehrenamtliche wird dieses Jahr bei den Respect Nights teilnehmen. Die Respect Nights sind jetzt im April diesen Jahres im Vorfeld der Respect Games. Das organisieren wir mit dem Schwulen- und Lesbenverband Berlin-Brandenburg e.V. und vielen freien Trägern im Bezirk zusammen, mit Freizeiteinrichtungen, Schulen und wir hoffen auch bald mit Gewerbetreibenden. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg bei der Freiwilligenbörse, die am 17. April 2010 im Roten Rathaus stattfindet. Danke, bedanke mich auch. Und Cut!